Ja, hi, ich bin's, der Björn vom BBM Motorsport, zu Gast bei Speedheads TV heute mal. Sonst macht der Marcel das immer. Heute mache ich das mal ein bisschen. Marcel beschwert sich immer, dass ich ein bisschen langsam rede und so. Deswegen heute mal ein bisschen schneller. Bin auch gut drauf, Sonne scheint, T-Shirt an. Ja, was ich euch vorstellen möchte, ist unsere Airmatic-Tieferlegung, die wir jetzt für einen Tesla entwickelt haben. Wir haben da extra mal ein Testfahrzeug bekommen, wo wir dann entsprechend unsere Tieferlegung für bauen könnte. Das Fahrzeug, wie ihr wisst vielleicht, ist ein Hybridfahrzeug. Mein Fahrrad macht mehr Krach, wenn ich fahre, weil der macht einfach gar nichts. Ist ein bisschen extrem langweilig, dafür geht es einfach wahnsinnig nach vorne. Ja, das Fahrzeug verfügt Serie über ein Luftfahrwerk, was wir mittels unserer Koppelstangen tiefer legen, die ich euch gleich auch nochmal zeige. Im Hintergrund seht ihr schon das schicke Auto und ja, ne? Sieht ja an sich so gar nicht mal schlecht aus. Mit der Tieferlegung liegt er jetzt auch relativ satt im Radkasten mit den Rädern. Ein bisschen mehr wird da vielleicht noch gehen, doch würde ich nicht empfehlen. So viel tut sich's auch nicht, weil viel Platz haben wir nicht. Allein schon vorne an der Frontlippe, da geht noch eine Zigarettenschachtel drunter her, dann ist auch schon wieder Ende. Ja, ich gehe mal mit euch ums Auto ein bisschen drum zu. Hinten auch nochmal. Haben wir so eine leichte Keilform noch drin, damit der hinten nicht zu tief kommt. Ja, ich zeige euch jetzt mal einmal die Originalstangen. Hab mal eine geholt, wie wir sie einbauen. Das Auto hat an jeder Achse zwei Stangen, also vorne zwei, hinten zwei unterschiedlicher Länge. Diese gehen an die Sensoren dran, an die sogenannte Niveauregulierung, worüber ja auch die Höhe vom Fahrzeug denn dann gesteuert wird letztendlich. Und wenn wir da jetzt längere bzw. kürzere Stangen reinsetzen, versetzen wir so gesehen den Nullpunkt von der Niveauregulierung. Und darüber kann ich auch so ein bisschen über die Höhe des Fahrzeugs bestimmen. Darüber läuft unsere Tieferlegung dementsprechend. Hier haben wir mal die Stangen. Haben wir zwei sehr kurze an der Vorderachse, zwei etwas längere an der Hinterachse und hier rechts ist so eine Stange, wie wir die dann verbauen. Das Metall, ich drehe das mal eben mit einer Hand hier, wie ihr seht, ganz normales Rechtsgewinde der Kugelkopf. Auf dieser Seite haben wir ein Linksgewinde. Das heißt, im eingebauten Zustand drehe ich einfach an der Gewindestange so gesehen und damit verlängere oder verkürze ich die Stange. Und wie schon erwähnt, versetzen wir so den Nullpunkt von dem Sensor und können das Fahrzeug dementsprechend etwas tiefer legen. Ja, das Airmatic-Kit bauen wir euch gerne ein. Wir brauchen circa eine halbe Stunde bis Stunde mit Einstellung. Je nach eurem Wunsch, sogenannten Kundenwunsch, können wir das dann halt noch die Höhe vom Fahrzeug ein bisschen einstellen. Ihr könnt das auch durchaus über den Postweg bei uns erwerben. Sprich, wir schicken euch das zu. Das Ganze ist dann mit einer Montageanleitung, wo auch nochmal Bilder drin sind. Ihr selber werdet schätzungsweise eine Stunde brauchen, wenn ihr etwas technisch versiert seid. Ist eine recht einfache Sache und somit habe ich so ein Fahrzeug für kleines Geld relativ schnell tiefer gelegt. Ja, die Airmatic-Tieferlegung gibt es für folgende Airmatic-Fahrzeuge. Das ist beispielsweise bei Audi der A6, der alte, sowie das neuere Modell 4G oder Audi A7, Q7. Dann ist es bei VW der Touareg, bei Porsche ist es ein Cayenne, Macan, bei Mercedes geht es über die S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse, CLS, SL, R, ML. Ich könnte jetzt in einer Tour weitermachen. Also alles, was so Airmatic hat, da haben wir ein Tieferlegungskit für. Für den Tesla, wie bereits besprochen, haben wir entwickelt. Wie tief das gute Stück ist, habe ich euch ja nun auch schon gezeigt. Ich werde euch jetzt noch mal eben kurz zeigen, die Funktion der ganzen Geschichte. Dafür gehen wir mal eben in das Auto. Hier haben wir die Höhen. Ihr könnt das wahrscheinlich sehen. Wir haben jetzt auf niedrig. Wir wollen ja tief fahren. Wenn ich jetzt mehr Komfort will, gegebenenfalls die Straße schlechter ist, dann sage ich, ich will hochfahren. So, jetzt gehen wir mal wieder raus. Dann zeige ich euch das hier nochmal. Jetzt seht ihr auch, dass das Fahrzeug ein ganzes Stück hochgekommen ist. Hinterachse zeige ich euch auch nochmal eben. Bisschen viel mit der Kamera. So, da sind wir wieder hinten. Genauso kann ich das Fahrzeug jetzt auch wieder ablassen. Der Marcel setzt sich da mal eben rein, macht mir meine Arbeit streitig, aber der will auch mal einen Knopf drücken, beziehungsweise auf dem Display rumpatzeln. Wichtig sein, ganz wichtig. Er macht vorne ein Stück, an der Hinterachse ein Stück, jetzt wird er gleich nochmal wieder an der Vorderachse ein Stück ablassen. Dann gleich wieder die Hinterachse und jetzt haben wir wieder unser tiefes Niveau erreicht. Womit wir jetzt auch fahren können, indem er dann dementsprechend auch bleibt in dem Niveau, was ich gewählt habe. Ja, zum Ende, wie immer, nicht vergessen, liken, kommentieren, teilen, alles, wonach euch gerade lieb ist. Und jetzt mit der Tieferlegung von knapp 2,5 cm steht er auch mal ein bisschen radsatt. Wurstsalat. Und dann eine Stange wie Wisi. Was? Was hat er da?
So leichter, wenn ich das so... Der ist am Motzen, das ist sonst der Laberpitten, jetzt laber ich hier. Also hat der Keks die Krümel zu halten, die Krümel am Mund zu halten, wenn der Keks redet. Siehst du, da fängt schon wieder an, Wort. Ballade, du da. Ich zeig jetzt die Stangen. Hier hinten das kleine Schmuckstück ist kein Spielzeug. Nein, kein Matchbox-Auto, falsch. Das ist der Autoschlüssel von dem Tesla. Komisch fahren, komisch Schlüssel. Ja, die Koppelstangen sind auf Versand fertig. Marcel hat's im Maul. Wenn es gefallen hat, dann kommentiert, liked.